Ich bin der Flamur Schala. Wir haben den Mittwoch, den 13. Oktober 2021. Aufgabe Nummer 8. Und zwar haben wir hier. Wir sollen Zahlen aufstellen, die folgendes erfüllen. Und zwar dürfen es nur ungerade Zahlen sein. Heisst also, die Zahl muss, also Modulo von dieser Zahl x. Können Sie aufschreiben, Modulo Zahl x, das muss gleich 0 sein. Nein, ungerade Zahl, also gleich 1. Sprich, wenn man die Zahl nennt, durch 2 teilen, das bedeutet Modulo. Ist Modulo immer geteilt durch 2? Ich glaube es nicht. Nein, das ist es nicht. Wir können es aber so definieren und das mache ich jetzt auch gerade. Also Modulo x durch 2 teilt, soll 0 ergeben. Oder man schreibt hier x, das Prozentzeichen zu 2 und das muss gleich 0 sein. In unserem Fall eben gleich 1, wir wollen ja eine ungerade Zahl. Das Zweite, das erfüllt werden muss, in dem Fall ist, sie müssen gleiche Ziffern enthalten. Heisst also, sie können gleiche Ziffern enthalten. Das heisst, wir müssen übrigens vierstellige Zahlen. Also eigentlich das Erste da ist folgendes, Modulo x, 2 gleich 1. Das Erste ist, es muss eine vierstellige Zahl sein. X muss gleich vierstellig sein. Das Dritte ist, wir dürfen die gleiche Zahl enthalten. Also das bedeutet ja nichts anderes als, wir dürfen die Zahl 1 verwenden, 3, 5, 7 und 9. 3 bedeutet, wir dürfen zum Beispiel mehrfach das 5 verwenden. Das 4 teilbar durch 15 heisst also Modulo x zu 15, das muss 0 sein. Es darf keine Reste nachher enthalten. Welche Zahlen sind durch 15 teilbar? Das ist 15, 30, 45, 60, 75. Ich halte mal bei 90 an. Das 5, die Zahl muss grösser als 5000 sein. Also x muss grösser als 5000 sein. Heisst also 5001 und darauf. Und die Quersumme, die muss 18 betragen. Das heisst, wenn man alle 4 Ziffern zusammenrechnet, dann muss das 18 sein. Da wir wissen, dass die Zahl nur ungerade darf sein, dürfen wir das 30 nicht drin haben. Genauso wenig als 60 und das 90. Ich lasse jetzt mal alle Zahlen nach vorne rücken, dass wir noch etwas Platz haben. Dann haben wir 45 hier. Als 75 kommt vorne. Was kommt nach 75? Dann kommt 90. Was kommt nach 90? 105. Nach 105 kommt 130 und danach kommt 145. Also solche Zahlen suchen wir. Wir wissen, die Zahl muss grösser als 5000 sein. Fangen wir an mit 5001. Warum erfüllt das? Erfüllt das alle Bedingungen? 0 darf es nicht drin haben, also nehmen wir 0 und 0 weg. Dann können wir hier zum Beispiel 3 hinschreiben. Ist das 1 in Ordnung hinten? Nein, das ist auch nicht in Ordnung. Es muss mit 5 enden. Also haben wir hinten ein 5. Heisst also, wir fangen mal mit 5 an. Dann haben wir hier noch 2 Positionen in der Mitte, damit wir auf unsere ganze Zahl kommen. Welche Bedingungen muss es sonst noch erfüllen? Können wir hier einfach 9 und 9 einsetzen? Dann haben wir das Problem, dass
Quersumme nicht 18 ist. Heisst also, wir fangen mal mit 5 und 5 an oder mit 5 und. Es muss am Schluss ein 5 sein, jedes Mal. Das ist die einzige ungerade 15er Zahl, das hinten ein 5 ist. Also können wir hier nur 2 Zahlen frei wählen. Nehmen wir mal 2 mal das 1 in der Mitte. Wo ist die Quersumme? 6 und 6, das ist 12. Das ist nicht 18. Das heisst also, wir starten mal mit 1. Wenn wir 1 haben, dann ist die Quersumme. Dann nehmen wir mal 10 und 11. Das heisst, uns fehlen noch 7. Also ist das sicher mal eine Zahl. 5, 1, 7, 5. Also das ist ein Kandidat dafür. Genauso 5, 7, 1, 5. Quersumme ist genau gleich auch. Es ist eine ungerade Zahl. Ist teilbar durch 15, das schauen wir nachher an. Aber potenziell schon. 5, 1, 7, 5, gut. Das ist Quersumme, also 18. Gut, schauen wir mal mit 3, 5 und 5 ist 10 plus 3, 13. Auf 18 rauf müssen wir noch 5 an tun. Zufügen, dann haben wir 5, 3, 5, 5 oder 5, 5, 3, 5. Schauen wir weiter. Setzen wir hier vorne das 5 ein, das haben wir jetzt schon gemacht. Dann setzen wir das 7 ein, dann wiederholen wir uns hier auch wieder nochmal. Also nochmal. Wenn wir das 9 einsetzen, dann sind wir schon über 19. Wenn dann noch eine vierte Zahl kommt, dann sind wir. Also wir sind schon über 19. Gut. Fangen wir an mit 7. Es muss ja über 5000 sein. Hinten muss trotzdem ein 5 sein. Dann fangen wir an mit 1. Hier in der Mitte. Wenn wir hier ein 1 einstellen, dann ist die Quersumme. Also 5. Zuerst mal 7 und 5, das ist die Quersumme, ja, nichts anderes als 12. Plus 1 gibt 13. Dann fehlen uns noch 5, um auf 18 raufzukommen. Das heisst, die nächste Zahl ist 7, 1, 5, 5. Ich schreibe es hier unten hin, oder hier oben hin. 7, 1, 5, 5. Dann wird auch 7, 5, 1, 5 ein Kandidat sein. Wir schauen mal mit 3. Dann haben wir Quersumme 12 und 3, 15, da fehlen uns noch 3. Also ist 7, 3, 3, 5 potenzieller Kandidat. 3, 3 auswechseln bringt nicht viel. Das ist das Gleiche, die gleiche Zahl. Gut, dann schauen wir mit 5 nachher. Dann haben wir 12 und 5, das gibt 17, plus 1, 18, 7, 5, 1, 5, das haben wir schon gehabt. Dann können wir so mit 7 probieren und dann sind wir schon bei 19, also über dem Ziel. Jetzt schauen wir da, dass wir vielleicht einmal mit 9 starten. 9 und 5, die Quersumme davon ist 14. Wir starten mit 1, 15 und 3, 9, 1, 3, 5. Und umgekehrt 9, 3, 1, 5. Und dann haben wir da 9, 3. Da ist Quersumme 14 und 3, 17, 18. Die Zahl haben wir jetzt auch schon gesehen. Jetzt haben wir also 9 mögliche Kandidaten. Ich zeige jetzt nur bei einer Zahl, wie man das prüft. Fangen wir mal bis 7155 an. Es muss ja nur durch 15 teilbar sein. Also schreiben wir irgendwie durch 15. Das gibt 6000 plus 155, das ist durch 15. Wir sehen gerade, 6000 ist durch 15 teilbar, also können wir das gerade ignorieren. Und sonst rechnen wir es kurz aus. 6000 über 15, das ist 60 mal 100 über 15. Und das ist 2 mal 30 mal 100 über 15. Und das ist 2 mal 2 mal 15 mal 100 über 15. 15, 15 fällt weg, also haben wir als Lösung 400. Dann können wir schnell prüfen, 15 mal 400. Das geht tatsächlich 6000. Aber wir müssen ja nicht die Lösung finden. Wir müssen wissen, was es geht schlussendlich. Wir müssen nur prüfen, ob es durch 15 teilbar ist. Darum, ich mache jetzt doch kein Gleichheitszeichen, sondern ich schreibe 155 geteilt durch 15. Ja, da fehlt mir eine Zahl. 1155 natürlich. Und jetzt prüfen wir 1155 durch 15. Was ist das? Das ist 900 plus 255 durch 15. Auch 900 ist ein
15er-Zahl, warum? Das 90 ist drin, das 90 ist 3 mal 30 und im 30 ist 2 mal das 15er drin. Also können wir da wieder weitergehen mit 255 über 15. Und das ist sicher 150 plus 105 über 15 und auch hier wieder 150, das ist in Ordnung. Wir prüfen nur noch 105 über 15. Und das haben wir schon am Anfang gesehen, dass das eine 15er-Zahl ist und sonst kann man das auch wieder aufteilen in 90 plus 15 über 15. Wir sehen, 90 ist eine 15er-Zahl, haben wir oben schon gesehen. Und 15er auch. Also ist 7155 in Ordnung. Dann geht man genau gleich vor bei allen anderen Zahlen auch. Und merkt, ja, das stimmt. Falls ihr irgendwo da Mühe habt mit dieser Methode, oder falls man den Taschenrechner brauchen darf, dann braucht man auch den Taschenrechner. Aber so würde es eigentlich auch noch relativ ring gehen. Um das zu prüfen. Gut.